Moin Leute und herzlich willkommen zur 16. Folge von Pokémon Y in der Hardcore Nuzlocke. In der letzten Folge haben wir die Leuchthöhle erkundet, haben uns das Kieferfossil ausgesucht für Balgoras. Ja, wir haben jetzt ein Balgoras. Von ihm kriegen wir hier die Angel. Balgoras haben wir in der letzten Folge bekommen und ich habe mich dazu entschlossen, ihn erstmal noch nicht ins Team zu nehmen, auch wenn er schon ein sehr gutes Level dafür hat, im Team zu sein, weil ich glaube, ich nehme ihn erst nach der Arena mit. Ich glaube, das wäre doch schon eher schlauer. Sorry. Route 8 ist es immer noch. Leider dürfen wir hier kein Pokémon fangen. Aber ich glaube, wenn man hier lang geht. Ja. Petrophia muss ich mal aufschreiben. Petro. Wird das geschrieben? Petro. Ja, wie man spricht, okay. Da ich weiß, dass man hier gefühlt nur Libiskus angeln kann. Ich glaube nicht, dass ich mir Libiskus mitnehme. Ich glaube, dann eher mit Zertrümmerer. Kann man hier auch viele coole Pokémon kriegen, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich glaube, diese Krabbe. Ja, den hier. Und Betora kann man, glaube ich, kriegen. Und die, ich habe gehofft, dass ich auf jeden Fall ihn hier kriege, weil ihn habe ich noch nie gespielt. Betora habe ich schon mal gespielt und fand ich nicht so cool. Habe ich dann auch wieder ausgewechselt. In meiner X-Let's Play. Käfergestein müsste der sein. Ich glaube auch komplett neu in dieser Gen der Typ hier. Also nicht die Typen-Kombi, sondern diese Krabbe. Ich glaube nicht, dass der schon in Schwarz-Weiß war. Ich weiß es aber. Oder? Nee, der war schon in Schwarz-Weiß, glaube ich. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall. Ja. Habe ich ihn. Jetzt. Käfergestein. Gucken, ob das da reinpasst. Ja. Geld. Ja, aus diesem SpongeBob-Clip, wo die irgendwie so in der Steinzeit waren. Ja. Da kommt dann Mr. Krabs und so, angerast, irgendwie mit Geld. Und dann hat Patrick den gefressen. Ja. Hier liegt noch eine Beere. Ich glaube, hier kriegen wir auch gleich den, weiß nicht, wie nennt man das Ding nochmal? Itemradar? Jetzt hat das so am Boden. Der von ihr hier. Itemradar. Hat sich sogar gereimt. Ja, die Klappe. Ich weiß, wie man das Ding bedient. Registrieren. Ich habe mir jetzt nicht den Namen aufgeschrieben, wie dieses Kackding hieß. Ich habe mir extra Petrophia aufgeschrieben, aber dann fällt mir auf. Passiert mir die ganze Zeit immer. Ja, schreibe ich mir gleich im Pokémon Center auf. Eine Perle. Ein Hamburg haben wir bekommen. Hamburg, meine Perle. Du geiler Hyperball. Thank you.
Ah, hier. Manchmal bin ich ziemlich verwirrt von dem Ding. Hier hinten nochmal nachschauen. Ah ne, scheiß drauf. Was soll da schon sein? Ah, hier ist eine Trainerin. Ich glaube, die hat Wingel. Wingel, Digga. Wingul. Wingel. Ich muss erstmal was trinken. Stay hydrated. Eistee. Perfekt. Jetzt will meine Katze raus. Ich lasse sie kurz raus. Derzeit wechsle ich auf Mike. So. So, okay. Warte mal, Wingel. War das jetzt eine scheiß Idee? War der schon vom Typ Wasser? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nur an den Typ Flug gedacht. Gehen wir mal auf Biss. Oh, schreck zurück. Schade. Oh, fuck. Oh, fuck, das wird wehtun. Okay, komm, beenden das jetzt mit dem Biss. Okay, ja, ich hatte unüberlegt Mike reingemacht, weil ich war gerade ein bisschen unter Druck wegen meiner Katze. Diesen Tod hätte ich dann noch meine Katze geschoben. Bei Flug habe ich mir gedacht, so, ja, gehe ich nicht auf Zwiebel, weil Flug auf Pflanze sehr effektiv. Wie ist das Ananas, wisst ihr? Also, dann gehe ich mal stark davon aus, dass ihr das wisst. Wenn nicht, dann ja, dann ist Pokémon bestimmt Neuland für euch. Dann freut es mich sehr, dass ihr hier eingeschaltet habt. Also mich freut es an sich, wenn ihr einschaltet, aber wenn ihr noch nicht wirklich mit Pokémon so vertraut seid, aber trotzdem einschaltet, dann ist das nice. Das ist sehr nice. Natürlich, jeder, der reinschaltet, ist ein absoluter Ehrenmann. Tackle raus für Rasierblatt. Aber ihr wisst, was ich meine, wenn man keine Ahnung von Pokémon hat. Und sich dann, da guckt man sich wahrscheinlich dann eher die größeren Leute an, weil was man dazu findet. Aber ja. Ich glaube, ich skippe erstmal alle Trainer und komme dann gleich nochmal zurück, wenn ich aufgeheilt habe. Relivera City, hier könnten wir sogar und fangen und angeln. Der Stein hier ist safe, oder? Ein Äther. Okay. Oh, hier ist der Fahrradladen. Ich weiß gar nicht, kriegen wir das Fahrrad schon direkt? Oder müssen wir erstmal die Arena holen? Ne, die Arena müssen wir noch nicht holen. Geh einfach mal gleich mal rein. Sorry. Bin ein bisschen krank. Habt ihr vielleicht in den letzten Folgen gemerkt? Koronski lässt grüßen. Oh, willkommen, bla bla bla. Bla bla bla. Bis Frage: Gibt es Fahrräder verschiedenen Farben? Aber sicher doch. Weiß gar nicht, wenn man hier falsch geantwortet hat. Was dann gäbe. Das Gelbe. Gelb war damals mal meine Lieblingsfarbe. Boah, ist das schnell. Ich wollte mir noch im Pokémon Center, ich habe es vergessen, den Namen aufschreiben von dem Käfer. Litomid. Litomid.
Neat. Also, wenn Toxipet sterben sollte, ich glaube, der wäre eine gute Wahl. Aber warte, wegen Gestein haben wir ihn noch. Aber Käfer. Wenn wir einen Käfertyp brauchen, haben wir ihn. So, Farbigel und Quaffer fallen schon mal raus, falls die nächsten 1, 2, 3, 4, falls 5 Pokémon sterben sollten, fallen die beiden raus. Sorry. Aber ich glaube, warte mal. Hier können wir auf jeden Fall noch ein Pokémon fangen in der Stadt. Plus, ich weiß nicht, wir können auf jeden Fall hier schon weiter, oder? Route 10. Gibt es auch nochmal hohes Gras. Das ist Relivera City, oder? Relivera City. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig geschrieben habe. Ich guck gleich nochmal. Vielleicht kriege ich, weil ich habe keinen Bock auf Libiskus, bin ich ehrlich. Vielleicht kriege ich hier, oh, noch ein anderes Mon. Den Betora. Libiskus, Digga, nee. Nee, Digga, muss das? Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt was anderes kriegen kann, weil Carpador weiß ich gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass man auf der Route zuvor auf jeden Fall Dings bekommen kann, aber wegen hier, okay. Müssen wir nicht fangen, weil wir ihn schon haben. Fange ich natürlich auch nicht. Wäre ja dämlich. Dann lieber ein Libiskus, bevor wir ein doppeltes haben. Also ich dürfte ihn jetzt fangen, muss es aber nicht. Und ja, ich brauche ihn nicht doppelt. Wäre er jetzt schon tot, wäre es eine andere Sache und ich würde ihn gern mal trainieren. Dann hätte ich ihn vielleicht sogar genug gefangen. Aber nein, ich brauche ihn nicht. Hier ist noch einer. Schade. Gehen wir nochmal hier runter. Ich weiß, da war noch ein Stein, aber ich möchte nur nochmal kurz nachchecken, ob richtig geschrieben wird. Belle. Was? Belle. Okay, ich habe es ein bisschen falsch geschrieben. So, jetzt ist es richtig geschrieben. Wenn ich in dem nächsten Stein hier nichts kriege, könnte aber auch warten, bis ich Surfer habe und so. Und dann nochmal zurückkommen, dies, das. Aber nein, wir kriegen Betora. Ja, nochmal ein Pokéball. Ich weiß nicht, könnten wir mit einer normalen Attacke reingehen? Schreibt mir schon mal den Namen auf, nicht, dass ich sie vergesse. Betora. Kratzfurie. War mal getroffen. Ich glaube, ich könnte einmal angreifen, weil Itomit hat es ja auch überlebt. Okay, dann gibt es hier keinen für uns. Ich schreibe Betora aber trotzdem auf. Nicht gefahren. Also wenn ich jetzt nochmal Betora kriegen sollte, dann heißt es, dass ich ihn trotzdem nicht fangen müsste, weil ich ihn ja schon mal als Encounter hatte. Ansonsten würde ich es
vollkommen lächerlich finden, wenn ich es verpflichtet wäre, ihn nochmal zu fangen. Ich glaube nicht, dass ich ihn nochmal fangen muss. Auch wenn ich ihn jetzt nicht gefangen habe. Wenn ich ihn nochmal kriegen würde, müsste ich ihn nicht fangen. Aber ich hätte gedacht, er hält einen Zertrümmerer aus. Ja, leider. Schade. Schade, schade. Gibt es hier eigentlich einen Klamottenladen? Hab ich geguckt. Ah ja, hier. Bisschen Umstyling hier. Brauchen wir nicht. Mit die beiden Sachen hier ganz gut. Erstmal hier in Hotpants rumrennen. Richtig Bock. Eggins. Ah, nee. Kann man die auch ganz weglassen? Die sehen ja beide ultra kacke aus. Ja, aber anscheinend nicht. Gelbe Straßenspur. Ja, rot. Und meine aktuellen. Dann würde ich sagen, Tasche. Es ist einfach nur die gleiche mit Strichen. Ach komm, man gönnt sich ja sonst nichts. Die gelbe Brille sieht, glaube ich, nicht so geil aus. Ah. Oder ich hätte warten sollen für nach der Arena. Ah nee. Brauche ich jetzt auch nicht. 12k, Digga. Aber okay, was tut man nicht alles, um schön auszusehen? Ja, wir kommen bald wieder vorbei. Ishtar's Ananas. Hier oben wartet Lino auf uns. Da wollen wir aber natürlich noch nicht hin, weil wir ja noch die anderen Trainer machen wollen. Route 10, das schreibe ich mir auch noch mal auf. Route 10. Und hier können wir auch einen Mond fangen. Ich weiß gar nicht mehr, was es hier gibt. Ich glaube, Simvolara gibt es hier. Bin mir auch nicht mehr zu 100% sicher. Esladero, glaube ich. Evoli. Da wüsste ich aber nicht, zu was ich es entwickle. Illidnara habe ich zum Beispiel noch nie gespielt. Wie sieht es damit aus? Ja, so viele geile Mons, die hier in dieser Gen dazu kamen, habe ich noch nicht gespielt, obwohl es meine verfickte Lieblings-Gen ist. Ich wechsle mal auf das Mon mit dem meisten KP. Zwiebel. Ja. Lamara hätte ich auch noch nie gespielt, falls Zwiebel sterben sollte. Deswegen gebe ich Evoli auch noch keinen Spitznamen. Oder ich nenne es nach meiner Katze, so wie ich jetzt Absol nach meinem Hund benannt habe. Ja, ich nenne es einfach nach meiner Katze. Wenn ich es denn überhaupt fangen sollte, nehmen wir einen Superball, komm. Ich will jetzt nicht, dass hier irgendjemand stirbt. Ruckzuck-Hieb. Ja, dann wechseln wir nochmal aus. Nicht, dass hier jetzt irgendwie ein Crit oder so passiert auf dem Mike. Einmal rüber. So, was gibt es denn noch für coole Fully Purba könnte auch cool sein, falls Zwiebel drauf geht. Glaziola habe ich auch noch nie gespielt. Cyana habe ich auch noch.
glaube, die einzigen, die ich glaube ich schon mal gespielt haben, waren Blitzer und Nachtara. Aber auch Nachtara jetzt aber auch nicht so viel. Blitzer hatte ich auf jeden Fall mal im Team. Und Aquana habe ich schon mal gespielt. Ja, Aquana ist mein Favorite, meine Favorite Evoli-Entwicklung. Aquana und Blitzer habe ich auf jeden Fall schon mal gespielt. Also für mich würde jede eigentlich, jede Entwicklung rein eintreffen. Meiner Meinung nach könnte das ruhig passieren. Digga, Evoli, kannst du jetzt bitte mal aufhören? Aber mal Biss, warte mal, Unlicht, war das auf Kampf sehr effektiv? Nein, nicht sehr effektiv. Jetzt verbleib in deinem verfickten Ball drin, Evoli. Danke. Schreibe ich mir schon mal auf. Evoli. Speichere ich euch auch schon mal ab. Das Textprogramm einfach abstürzt. Ist auch schon mal passiert. Muss ich neu schreiben. Ja. Lilly einfach nach meiner Katze benennen. Also für mich kommt jede Evoli-Entwicklung eigentlich in Frage. Außer Blitzer und Aquana. Ja, im Notfall würde ich auch die nehmen, wenn ich jetzt unbedingt Elektro brauchen würde oder Wasser. Auch wenn ich Wasser, glaube ich, nicht brauchen werde, weil Wasser kriegt man en masse. Weil es einfach viele Wassermons gibt. Habe ich. Ja, nee, ich muss auf jeden Fall auch heilen. Und danach machen wir noch ein paar Trainer. Weil wir müssen ja auch noch aufleveln, weil Lino hat Level 25 Pokémon und da möchte ich auf jeden Fall, bevor ich gegen ihn kämpfe, in der Arena haben wir ja auch noch ein paar Kämpfe, möchte ich auf jeden Fall mit den Monster Level 23 sein. Minimum. Deshalb lasse ich mich nicht lumpen und kämpfe hier jetzt mal gegen jeden Trainer. Level 3, sag ich schon. Drei Pokémon. Tentoxa. Gift. Sehr effektiv. Ist neutral. Ja, okay. Nehmen wir mal eine Komposition. Level 19. Klammerung. Ja, jetzt können wir auch nicht mehr wechseln, scheiße. Aber Medit macht das. Kampass. Jetzt möchte ich auch nicht mehr wechseln. So, Tentoxa besiegt. Und noch ein Tentoxer. Okay, wenn Pampas die alle besiegen kann, dann muss ich euer nicht wechseln. Ja, mach das nur noch, mach ja noch mehr. Solange du Pampas nicht angreifst, bist du keine Bedrohung, dass wir auswechseln müssten. Okay, Säure. Ah, es geht. Und, also, ne, ne, da habe ich die ganze Zeit Tentoxa gesagt. Ich meine natürlich Tentacha. Lost Moment. Blubstrahl. Shit. Okay, jetzt müssen wir wirklich wechseln. Beste ist jetzt auf Zügel zu gehen, weil er selber
Gift ist. Kann Zwiebel deshalb nicht. Ja, ja. Gift-Pokémon können nicht. Oh, fuck. Hab ich mich verklickt? Mann, ey. Ja, egal. Rasierblatt. Ja, Gift-Pokémon können nicht vergiftet werden. Fast hätte ich es vergessen gehabt, so wie Elektro-Pokémon nicht paralysiert werden können. So. Ja, wir sind bei 26 Minuten, das geht ja noch, da können wir noch ein paar Kämpfe machen. Ein paar Kämpfchen. Maskeregen. Käferflug müsste der sein. Da müsste ich aber auch direkt wieder auswechseln. Käfer und Flug. Beides nicht so geil. Gehen wir mal auf Amy. Muss auch trainiert werden. Im Level 16. Blubber. Verfolgung. Nochmal Blubber. Verfolgung macht nicht so viel. Also jetzt wieder auf Blubber gehen wird, gehen wir mal auf Lind Fu. Kann sie nur Blubber? Trummer wird aber auch nicht so viel machen. Boah, das macht ja gar nichts. Macht ja überhaupt nicht. Egal, dann muss ich wieder mit Zwiebel hier ran. Wie gut eigentlich jetzt ein Wasser-Pokémon wäre für die Arena. Sehr effektiv, kann das nicht wahr sein. Der Blatt. Fällt mir auch ein wegen Gestein. Okay, aber wir haben die Kampfmons. Wir haben die Kampfmons. Das war ein Crit. Ruckzuck hier. Okay. Hoffentlich greift sie nicht mit Maskeregen links an. Der Flugattacke. Giftpuder. Blubber nochmal. Bam, Giftpuder. Nice. So, kriegen wir noch mal ein paar KP zurück. Plus die Vergiftung. Ja, das haben wir gut gemacht. Rankenhieb jetzt einmal. Windstoß. Critical. Zwiebel ist raus. Und damit ist mein stärkstes Pokémon besiegt. Jetzt ist Mike mein stärkstes Pokémon. Das kann nicht wahr sein. Folge 16. Und wir haben beide Starter verloren. Muss ja mal aufschreiben. Gar nicht aufgeschrieben gehabt. Starter.
Riese. Das kann nicht wahr sein. Warum habe ich das schon vorhergesehen hier gerade? 1, 2, 3, 4, 5 Tode. Pamperskin. Hier einmal. Das Bild hier einmal entfernen. Aus OBS. Ja, es ist ja leider ein schwarzes Bild. Kraftreserve. Das ist echt schade, dass wir jetzt schon Dings verloren haben. Reserve macht ja gar nichts. Aber egal. Das kann nicht wahr sein. Okay. Dann kommt halt eben Balguras doch ins Team nächste Folge. Oder ja, weiß nicht. Nee. Uli Purba können wir noch gar nicht haben, deswegen. Ja. Er bringt das Ziel in Rage, dies kann über Runden hinweg. Ja. Nein, ich möchte Verhöhner nicht. So. Ja, es ist sehr traurig. Wir gehen jetzt noch Zwiebel eben beerdigen. Und dann war es das für die Folge. Ja. Ruhe und Frieden. Digga, das kann aber auch nicht wahr sein. Hier erst Vogel. Orks verloren. Dann Reol. Dann den weiteren Vogel mit Kolle. Und dann beide Starter in der mittleren Form. Also. Schlimmer kann es gar nicht mehr werden. Ja, aber an der Stelle gehen wir dann Balguras ins Team. Und an der Stelle war es mit der Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und ciao.